Hallo, willkommen auf der Baustelle Danioplatz. Mein Name ist Gerhard Rieger und ich bin Projektleiter. Hallo, willkommen auf der Baustelle Danioplatz. Heute darf ich euch wieder mitnehmen, eine Runde über die Baustelle und euch ein bisschen hinter die Kulissen führen. Hinter mir seht ihr unser Rucksackbauwerk und der Beginn der Stahlkonstruktion. Diesen Rucksack brauchen wir deshalb, weil wir quer über unsere Liegenschaft die Donau-Ufer-Autobahn laufen haben. Und auf die Donau-Ufer-Autobahn, auf dieses Dunlop-Bauwerk, dürfen wir keine Lasten einbringen. Auch schon im Zuge der Errichtung des Rucksackbauwerks. Also die Stahlkonstruktion im Hintergrund ist nur ein Provisorium, da wir in 5 Bauabschnitten diesen Rucksack errichten werden. Diese Stahlkonstruktion kommt am Ende des Tages wieder weg und wird durch Stahlbeton ersetzt. Und jetzt kommt mit, ich zeige euch mal die Details. Wir befinden uns hier im 3. Obergeschoss und wir mussten den Rohbau bis ins 6. Geschoss vorziehen, damit wir mit dem Rucksack beginnen können. Wenn ihr hier jetzt nach rechts schaut, seht ihr schon die in etwa 5 Meter ausgragende Stahlkonstruktion, auf welche das Gerüst aufgebaut wird für die nächsten Geschosse. Und wenn ihr hier genau schaut, haben wir hier die massiven Stahlplatten, an welche die I-Träger provisorisch befestigt sind und dann in weiterer Folge gegen den Stahlbeton ausgetauscht wird. Beim nächsten Mal könnt ihr vielleicht schon sehen, wie die Konstruktion freischwebend auskragen kann. Und wir nehmen diesen ganzen Aufwand auf uns, um einerseits die Architektur, wie in dem jetzt eingeblendeten Rendering, zu erhalten und andererseits auch technisch, damit wir die Autobahn nicht belasten. Ich hoffe, euer Rendering gefällt euch auch so gut wie mir und ich freue mich schon auf den nächsten Rundgang über die Baustelle mit euch.